muss noch mal ganz ausdrücklich sagen, dass Leute, die mir immer wieder die gleiche Scheiße erzählen, wo ich das alles schon gehört habe und mir das schon aus den Ohren rauskommt, den möchte ich doch mal ganz dringend raten, mir was sagen, was ich noch nicht weiß, verdammt nochmal. Da kann man aber auch die Nerven verlieren. Was ist? Ah, wie schön. Ja, na klar, wir falten. Die kriegst du auch mal. Bist du ganz sicher, dass das kein Kuhfladen ist? Ist das süß, Küsschen? Ja. Schön. Ah, oh, was ist denn das hier? Ein Waschbecken. Da steht drin, wie ich meine Falten loswerde. Was ist denn das? Das ist eine Kartoffel? Man kriegt da so einen totalen Schwachsinn als Antwort. Ja, eine Schraube locker haben so manche Leute. Und deswegen muss ich jetzt ganz ausdrücklich sagen, dass wenn einer einen Popel an der Nase hängen hat, dann soll er sich nicht über andere Leute beschweren, die vielleicht eine kleine Warze am Kinn haben oder irgendwie was anderes, weil die sollen sich mal an der eigenen Nase fassen. Geil! Was, ein Rohr? Ach so. Ich hab gedacht, das ist ein Waschbecken. Man kann sich ja irren, wa? Ja, gucken Sie sich mal an, wie ich abgenommen hab. Und ich erst ping, raussteig ich als dünne Marie. Ja, fette Emma war ich vorher, jetzt dünne Emma. Ja, hallo, und wie hab ich's gemacht? Nicht durch Fasten, sondern durch Scheißen. Jawohl, geschissen hab ich aber wie verrückt jeden Tag. Mit Gummibärchen, pup, pup. Was? Gummibärchen hast du wohl hinter dir steckt als Zäpfchen oder wie? Ha, ha, ha. Jawohl. Also Gummibärchen kommen für uns nicht in Frage, aber eventuell Lakritzstangen. Und die sind ja jetzt im Angebot bei Bolle. Die können sich also alle kaufen und in den Arsch schieben.